Nächste Frage, der Reitschuster. Hallo aus der Bundespressekonferenz, und ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen werde, aber ich bin Anne Will dankbar. Kennen Sie auch persönlich, war ja auch schon mal in der Sendung, weil sie mir gestern Abend die Augen etwas geöffnet hat und weil mir das heute geholfen hat zum Verständnis in der Bundespressekonferenz, weil ich ja schon lange da mit mir hadere und versuche, das für mich zu erklären. Und Anne Will hat gestern einen ganz entscheidenden Satz gesagt in der Sendung mit der Bundeskanzlerin, mit Angela Merkel. Sie hat gesagt, als sie die Sendung sich vorher durchdachte, da habe sie sich natürlich auch gefragt, ob sie die Gegenposition einnehmen solle, aber sinngemäß, sie habe sich dann entschieden, nicht die Gegenposition einzunehmen. Ich habe übrigens nachgedacht, wie ich das Interview anlege. Ich hätte ja jetzt auch die ganze Zeit die Gegenposition beziehen können, hätte sagen müssen, es müssen Lockerungen her, die Menschen machen das nicht mehr mit und so weiter. Ist aber ja gar nicht so. Und ohnehin möchte ich gerne verbleiben in dem Grundsatz, den Sie eben auch noch mal mit dem sehr guten Zitat von "Es ist ernst, bitte nehmen Sie es ernst" auch gesagt haben. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich bin der Ansicht, dass Journalisten mit den Regierenden immer die Gegenposition einnehmen müssen, auch, nicht nur, aber dass sie immer die Gegenposition vorbringen müssen. Und genau das ist es, und dank Anne Will habe ich das verstanden, was mir in der Bundespressekonferenz bei den Kollegen so sehr fehlt, dass die Gegenposition fast überhaupt nicht eingenommen wird. Auch die Kritik ist immer aus der Position der Regierung heraus. Also warum sind die Maßnahmen nicht streng genug, aber Maßnahmen prima? Warum läuft die Impfung nicht schnell genug, aber die Zweifel weg? Diese Gegenposition ist es, die mir so entscheidend fehlt. Und ich halte das für ein Versagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Journalisten dazu da sind, auch die Gegenposition vorzubringen. Ich bringe die immer vor. Ich kam heute leider wieder nur zweimal zu Wort. Ist ein Thema für sich. Ich hatte mich schon wieder gemeldet und komme dann einfach nicht dran. Und teilweise Kollegen, die dann schon zum wiederholten Mal drankommen. Fehler können immer passieren und die Versammlungsleitung ist nichts Einfaches, das weiß ich. Aber es ist merkwürdig, dass meistens das Gefühl entsteht, dass die Fehler zu meinen Lasten entstehen. Und da ja hier auch zugehört wird, vielleicht einfach mal darauf achten, dass diese Fehler in Zukunft vermieden werden, weil sonst könnte da der Verdacht entstehen, dass das eben keine Flüchtigkeitsfehler sind. Und ich hatte heute einen richtigen Wortwechsel, ich würde sagen einen verbalen Lynch mit Herrn Seibert, der übrigens zu spät kam heute, darum ging es etwas später los. Und da habe ich mich heute, also da konnte ich mich nicht zurückhalten, da bin ich dann auch nochmal reingefahren, was ich ja sonst immer nicht mache. Aber schauen Sie sich einfach diesen Wortwechsel an. Und Herr Reitschuster. Ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium, Herr Gülde. Aber vielleicht auch an Herrn Seibert, je nachdem, wer antworten will. Sie sprechen ja sehr viel von einer dritten Welle, und mit der dritten Welle, in der wir uns befinden, beziehungsweise die anfängt, wird sehr viel begründet der Maßnahmen. Großbritannien sehe ich jetzt hier gerade, hat keine dritte Welle. Die Deutsche Welle schreibt, weder in Großbritannien noch auf der Iberischen Halbinsel gibt es eine dritte Welle. Was machen die anders? Was machen wir falsch, dass wir in der dritten Welle sind? Also wir sprechen von einer beginnenden dritten Welle oder von einer dritten Welle, weil es maßgebende Stimmen aus der Wissenschaft tun. Der Vertreter, der Chef des Robert-Koch-Instituts hat es hier getan. Epidemiologen, Virologen tun es. Das ist sicherlich keine Festlegung der Bundesregierung, sondern auch darin stützen wir uns auf wissenschaftlich begründete Stimmen. Wenn Sie sich die Inzidenzen in Spanien und wie es sie früher in diesem Jahr in Großbritannien gab, anschauen, dann waren die extrem hoch. Und ob das dann die zweite oder die dritte Welle war, das kann ich nicht beurteilen. Das ist aber für uns jetzt auch nicht das Relevante, sondern für uns ist es relevant, mit dem umzugehen, was sich hier für uns als Herausforderung stellt. Und das ist in der Tat eine dritte Welle, verursacht nicht durch das ursprüngliche Virus, sondern durch die Mutation. Wenn, die Kanzlerin hat darauf mehrfach hingewiesen, wenn wir es nur in Anführungszeichen mit dem ursprünglichen Virus zu tun hätten,
Hätten die sehr strengen Maßnahmen des Winters tatsächlich die Infektionszahlen jetzt schon drastisch gesenkt, sodass wir wahrscheinlich in einer ganz anderen, sehr viel positiveren Situation wären. Aber wir haben eben uns auseinanderzusetzen mit dieser Mutation, mit den Zahlen, wie sie sind. Und dafür haben wir das Instrumentarium und müssen es anwenden. Aber damit ist die Frage nicht beantwortet. Das ist ja die britische Mutation und die Briten haben keine dritte Welle. Dafür muss es ja eine Begründung geben und auch ihre Wissenschaftler müssen dann ja schauen, was können wir. Also es sind nicht, passen Sie auf, es sind nicht unsere Wissenschaftler. Es sind Wissenschaftler, deutsche Wissenschaftler, deren Ruf in der Welt ein sehr, sehr guter ist. Herr Wieler ist schon Ihr Wissenschaftler, das ist ja Ihr Untergebener. Der Gedanke des Untergebenen funktioniert in diesem Punkt wirklich auch nicht. Herr Wieler ist der Chef des Robert-Koch-Instituts und in der Tat, das gehört zum Bundesgesundheitsministerium. Aber ich habe gesagt, es sind eine ganze Reihe von Epidemiologen und Virologen. Mich stört dieser Gedanke des Ihre Wissenschaftlers, so als gäbe es Wissenschaftler, die irgendjemandem zuzuordnen seien. Das Schöne an der Wissenschaft in Deutschland ist, dass sie unabhängig ist. So. Das ist falsch. Und das wissen Sie auch. Gut, das ist Ihre Grundthese, auf die Sie Ihre ganze Berichterstattung aufbauen. Sie stimmt halt nicht. So, ich weiß nicht, wie die Briten ihre Infektionswellen durchzählen. Wir haben es hier mit einer beginnenden dritten Welle zu tun. Der Blick nach Großbritannien zeigt Licht und Schatten. Und wir freuen uns über das Licht. Und wir trauern mit den Briten über die sehr, sehr vielen Toten, die sie in dieser Pandemie schon zu beklagen hatten. Da geht es nicht um ein Wettrennen, sondern da geht es darum, dass wir jetzt für unser Land das Richtige tun. Und da sind die notwendigen Wege und Maßnahmen beschrieben. Also zum einen bin ich erstaunt, immer wieder aufs Neue, dass Herr Seibert und die Bundesregierung offenbar bei mir mitliest, weil sie weiß, so sagen Sie es, was die Grundannahme ist bei mir. Und um zu wissen, was meine Grundannahme ist, muss ich ja immer mitlesen. Und nun ist es tatsächlich so, dass ich nicht sage, dass die Regierung gar nicht mit kritischen Geistern spricht. Aber ich kann ja hier keinen Vortrag halten, wenn ich einen Zwischenruf mache, sondern dass sie die wesentlichen, die lautstärksten und die bekanntesten Kritiker nicht nur ignoriert, sondern es zumindest zugelassen hat, wenn nicht sogar fördert, dass die regelrecht zu Aussätzigen wurden. Und deshalb bleibe ich hier ganz klar bei meinem Vorwurf, dass die Regierung hier wesentliche Kritiker ignoriert und viel zu wenig mit Kritikern spricht. Was mich auch gewundert hat, dass der Herr Seibert es so gar nicht hören wollte, dass der Herr Wieler eben der Bundesregierung untersteht. Denn es wird ja oft in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, als sei das unabhängige Wissenschaft und das ist es eben nicht. Und darum, glaube ich, hat Herr Seibert hier auch so empfindlich reagiert, als ich genau das angesprochen habe. Ich habe die Antwort wieder mal nicht verstanden mit der dritten Welle, was die Engländer und die Spanier bzw. Portugiesen, was die besser machen. Für mich hat sich das hier nicht erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kam ich noch bei einer zweiten Frage dran und da würde ich auch sagen, hören Sie sich die einfach an, bevor ich sie jetzt hier lange wiedergebe. Herr Reitschuster, bitte. Eine Frage an Herrn Gülde. Die Zahl der positiv Getesteten und die Todeszahlen, die liefen relativ parallel früher mit 2-3 Wochen Verspätung. Inzwischen haben wir eine Situation, wo die Todeszahlen weiter sinken. Wie kam es zu dieser Entkoppelung und wie passt das zusammen zu einer Verschärfung der Maßnahmen? Danke. Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, sind die Todeszahlen und die infizierten Zahlen immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zu sehen. Sie haben da jetzt einen Zeitraum von 2-3 Wochen genannt. Im Grunde genommen ist er etwas weiter zu ziehen. Von daher wäre ich da jetzt noch vorsichtig mit einer weiteren Prognose, was die Todeszahlen anbelangt. Zurzeit sehen wir einen sehr, sehr rasanten Anstieg der infizierten Zahlen. Und es ist auch damit zu rechnen, dass die Todeszahlen etwas in die Höhe gehen werden. Was wir natürlich zurzeit auch sehen, ist, dass große Teile der vulnerablen Bevölkerungsgruppen bereits geimpft sind. Also sprich gerade die älteren Menschen, insbesondere in den Pflegeheimen. Das sehen wir auch tatsächlich in den aktuellen Zahlen wiedergespiegelt, dass wir da
geringe Ausbrüche tatsächlich verzeichnen und auch wenig Todesfälle. Nichtsdestotrotz, auch Herr Wieler hat immer wieder davor gewarnt, dass wir möglicherweise auch zu einer Verschiebung bei den Todesfällen kommen können. Also wenn wir gerade Inzidenzen in der jüngeren Bevölkerung da auch zurzeit verzeichnen, ist auch damit zu rechnen, dass es auch in dieser Bevölkerungsgruppe vermehrt zu Todesfällen kommt. Also insofern wäre ich da wirklich vorsichtig mit solchen Prognosen. Zusatz? Aber der Schutz der vulnerablen Gruppen war ja immer eine der Hauptbegründungen für die Verschärfung der Maßnahmen. Und wenn die nun, wie Sie selber sagen, zu einem Großteil gut geschützt sind, wäre das nicht ein Anlass, über Lockerungen nachzudenken? Also wie Sie wissen, über Lockerungen sprechen die Länderchefs und Länderchefinnen zusammen mit der Bundeskanzlerin. Und es bleibt dabei. Wir sehen zurzeit einen sehr, sehr rasanten Anstieg der Fallzahlen. Und das ist es halt eben, was uns zurzeit tatsächlich Sorgen bereitet. Ich möchte auch davor warnen, zu glauben, es gäbe nur die vulnerable Gruppe der 80-Jährigen und Älteren. Ich glaube, sinnvollerweise spricht man von besonders vulnerablen Gruppen. Und tatsächlich haben wir ja in der ersten Phase dieser Pandemie gerade unter dieser Altersgruppe eben erlebt, wie oft die Krankheit extrem schwere bis tödliche Verläufe nehmen konnte. Nun haben wir aber eine neue Pandemie, denn wir haben eine ganz andere Mutation jetzt, die in Deutschland absolut dominant geworden ist und die nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher ist. Und deswegen sollte man sich nicht einbilden, nicht jeder von uns hier im Saal könnte auch vulnerabel sein. Es gibt genügend Beispiele auf den deutschen Corona-Intensivstationen, wo Menschen in ihrem Alter und in meinem Alter und noch viel jünger mit schweren und schwersten Folgen dieser Erkrankung zu kämpfen haben. Frau Mayer. Ja, das war die Frage aus dem Artikel, den ich auf der Seite hatte. Das war der frühere russische Vizeregierungschef Koch, der mich darauf aufmerksam machte und diesen Artikel geschrieben hat. Und ich fand die Antwort hier auch wieder nicht befriedigend, weil jetzt heißt es auf einmal, ja, die Jungen, ja, nach der Statistik, ich kann auch als Junger gegen einen Baum fahren mit dem Auto. Dass es Gefahren gibt durch Covid-19, auch für Junge, ist völlig klar, aber es sind einige hundert, es waren bis Anfang März, waren es glaube ich unter 400, inzwischen sind es mehr von unter 50-Jährigen, die gestorben sind, was in jedem einzelnen Fall natürlich tragisch ist, aber wenn man das in einen Gesamtzusammenhang setzt, wie viele durch andere Krankheiten sterben, dann ist das immer noch nicht wesentlich. Und diesen Grundwiderspruch, den hat die Regierung hier in meinen Augen auch heute nicht aufgeklärt. Für mich erschließt sich das nicht. Vielleicht sind Sie schlüssiger in Ihrem Denken und für sich erschließt es sich. Für mich erschließt es sich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Was waren weitere Themen? Weitere Themen waren Myanmar, die Situation dort. Ich habe dann noch zum Suezkanal gefragt. Jetzt werden Sie sich fragen, warum fragt der Reitschuster zum Suezkanal und nicht zu Corona? Frage ich mich auch, aber ich kann es Ihnen erklären. Weil ich bei Corona nur zweimal drangekommen bin. Und wenn ich mich jetzt bei anderen Themen melde, da komme ich dann sehr viel schneller dran. Also ich hätte jetzt auch nach Außerirdischen vom Mars fragen können, ob man da Erkenntnisse hat. Da wäre ich drangekommen, weil es ein neues Thema ist. Während ich bei Corona, was mir wirklich am Herzen liegt und wo ich viele Fragen habe, ich habe eine ganze Liste, da komme ich eben nicht dran, weil sich da alle melden. Das ist ja genau dieses Prinzip, nachdem einige Mitglieder der Bundespressekonferenz dann einfach sehr, sehr oft drankommen, weil sie sich gefühlt zu jedem zweiten oder fast jedem Thema melden, wobei Thilo Jung heute nicht da war. Und ich will das nicht, weil es geht mir nicht darum, dass ich mich einfach melde und dann da gezeigt werde. Ich habe sehr viele konkrete Fragen zu Corona und komme damit nicht durch. Also hier ein Problem, etwas im Prozedere. Dann Herr Reitschuster, bitte, neues Thema. Nein, oder ist neues Thema. Das wäre mein Thema gewesen, aber die Frage ist nicht beantwortet worden. Wie schätzen Sie die möglichen Folgen für Lieferketten der Blockade des Suezkanals ein? Wenn Sie Probleme sehen, was haben Sie unternommen oder unternehmen Sie, um die abzuwenden? Danke. Wir hatten das Thema ja hier schon in der letzten Woche und ich kann dazu nur sagen, dass wir die Situation dort beobachten, weiter auch beobachten, mir aktuell keine nachteiligen Auswirkungen auf Lieferketten bekannt sind. Haben Sie da Leute, die das beobachten oder wie funktioniert das? Gibt es da einen Krisenstab oder sagen Sie, es ist so ein kleines Problem, da
brauchen wir nichts Größeres machen. Nee, so ist es nicht. Es ist so, wie ich es gesagt habe. Wir beobachten die Lage dort. Was war heute noch los? Was waren noch für Fragen da? Ich schneide Ihnen ein bisschen was zusammen. Schauen Sie sich das einfach an. Wir kommen zum Thema Corona und da beginnt mein Quiz. Herzlichen Dank. Gibt es Planungen der Bundesregierung, vor Ostern noch eine Videokonferenz mit den Länderchefinnen und Chefs zu machen in Sachen Notbremse? Ja, ich weiß nicht, ob Sie das Interview der Bundeskanzlerin in Ihrem Sender gestern Abend verfolgt haben. Da hat sie ja gesagt, dass es jetzt notwendig ist, das Beschlossene miteinander, einander auch Versprochene, nämlich die Notbremse und andere Maßnahmen konsequent umzusetzen. Und dass sie dieses für wichtig und jetzt sozusagen das Gebot der Stunde hält und nicht eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin vor den Ostertagen. Insofern kann ich Ihnen da nichts anderes sagen als die Bundeskanzlerin gestern. Dazu direkt Herr Ratsch. Ja, Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat ja gestern auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ins Spiel gebracht bei dem Interview. Und wie weit wird es denn da einen Vorstoß geben? Und ist da eventuell auch schon eine Sondersitzung im Bundestag geplant? Muss ja schnell gehen, heißt es ja. Also, die Bundeskanzlerin hat ja gestern in diesem 60 Minuten langen ARD-Interview ihre Position ausführlich klar gemacht. Und diese Aussagen stehen, sie geben eine klare Richtung für das Handeln für die nächste schwierige Zeit vor. Deswegen muss ich das jetzt hier nicht im Einzelnen wiederholen. Weitere Maßnahmen. Da hat sie ja davon gesprochen, dass ihr Nachdenken noch nicht abgeschlossen ist. Und deswegen kann ich Ihnen da heute auch noch keinen halben Tag nach dem Interview keinen neuen Stand geben. Bitte. Gibt es denn andere Möglichkeiten außerhalb des Infektionsschutzgesetzes, dass der Bund doch vielleicht mehr Verantwortung da noch an sich zieht? Also ich verweise jetzt nochmal auf dieses wirklich ausführliche Interview und dass die Bundeskanzlerin auch gesagt hat, auch wenn man einen anderen Weg geht, wird es immer notwendig bleiben, dass Bund und Länder das Gleiche wollen, an einem Strang ziehen und sich auf etwas einigen, ob es über den Weg des Bundesrates oder den Weg der Bund-Länder-Besprechungen in der MPK geht. Dazu fragt dann die Kollegin Rosbach von der Süddeutschen Zeitung aber nochmal Frage ans BMI, BMJV. Wie könnte eine stärkere Verantwortung des Bundes formaljuristisch umgesetzt werden? Ja, also eine umfassende Prüfung oder ein Abschluss zu Prüfungsergebnissen kann ich jetzt einen Tag später nach Vorschlägen nicht vorlegen. Das Justizministerium, wo haben wir das eigentlich? Bitte? Okay, also das Justizministerium sagt, sie hätte auch keine Ergänzung dazu. Herr Jordans? Ja, Herr Seibert, es wurde ja gestern Abend ziemlich klar, dass die Bundeskanzlerin sich relativ machtlos fühlt, was die Durchsetzung der beschlossenen Maßnahmen angeht, wenn die Ministerpräsidenten nicht mitspielen. Gibt es denn außer, dass die Ministerpräsidenten sich doch noch fügen oder einen Gang zum Parlament, wie es gerade erwähnt wurde, noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, diese beschlossenen Maßnahmen durchzusetzen? Also ich werde diesem wirklich ausführlichen 60-Minuten-Interview von gestern Abend jetzt hier nichts hinzufügen, weil ich glaube, dass es ein sehr breites Bild gezeichnet hat. Und Sie sprechen von Machtlosigkeit. Die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, dass in unserem Land, so wie es föderal aufgebaut ist, es immer ein Zusammenwirken von Bund und Ländern geben muss. In der einen oder der anderen Form. Und sie hat auch darauf hingewiesen, dass die jüngsten Beschlüsse der letzten beiden Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Bundeskanzlerin wirksame Instrumente bereitgestellt haben. Nachfrage. Herr Seibert, Sie kennen ja den R-Wert. Also von alleine sinkt er ja nicht. Genau.
Aber deswegen erwähne ich ja, beziehungsweise wiederhole ich all die Maßnahmen, die die Bundeskanzlerin gestern aufgelistet hat, die beschlossen sind, die ergriffen werden können und müssen und die zum Teil bereits ergriffen werden, aber zum Teil auch noch nicht, beziehungsweise noch nicht in der notwendigen Konsequenz. Das ist ein wichtiger Inhalt des gestrigen Interviews. Herr Jessen. Herr Seibert, auch vor dem Hintergrund des Interviews in seiner ganzen Breite und Tiefe, der Prozess der Abstimmung zwischen Regierungschefin des Bundes und den Regierungschefs und Chefinnen der Länder, dieses Instrument als solches wird ja weiter erhalten bleiben müssen. Gleichwohl sind sich offenbar alle Beteiligten darüber einig, so wie bisher geht das nicht. Hat die Kanzlerin schon Vorstellungen, wie die Organisation speziell dieses Instruments verändert werden kann? Ich muss es wirklich wiederholen. Das Interview war gestern Abend um 9:45 am Abend. Jetzt haben wir 10:45 am nächsten Morgen. Also die Aussagen der Bundeskanzlerin von gestern Abend sind natürlich noch komplett gültig. Nachfrage. Treffen Informationen zu, dass die Idee für die dann doch nicht eingetretenen Osterruhen von Kanzleramtsminister Helge Braun entworfen worden und eingebracht worden waren? Die Bundeskanzlerin hat gestern auch dazu gesprochen und sie hat die volle Verantwortung für diese Idee, die sich dann so nicht umsetzen ließ, übernommen in der Ihnen allen bekannten Bitte um Verzeihung an die Bürger. Herr Ratsch nochmal. Ich würde trotzdem gerne nochmal aufs Interview zurückkommen, Herr Seibert. Die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, sie wird sich das nicht angucken, dass 100.000 Infizierte, dass wir Zahlen von 100.000 bekommen. Was genau würde sie denn machen? Was ist denn da? Also irgendwie fragt man sich ja schon, was wäre denn dann? Sie bitten mich jetzt, ein Interview fortzuführen, das gestern Abend 60 Minuten gedauert hat und auf das ich Sie wirklich verweise, weil es exakt den Stand der Überlegungen der Bundeskanzlerin beschreibt und weil es auch exakt beschreibt, was jetzt konkret getan werden kann von der Politik, von der Wirtschaft, was zum Beispiel das Homeoffice betrifft, im Bereich des Testens, um die Infektionslage, die im Moment durch ein exponentielles Wachstum gekennzeichnet ist, wieder in den Griff zu bekommen. Und darauf muss ich Sie verweisen. Alle weiteren Einzelfragen, wie es zum Beispiel, wie die nächste Beratung zwischen Bund und Ländern aussehen soll oder sowas, diese Einzelfragen werden in den nächsten Tagen geklärt. Gleichwohl gibt es eine ganze Menge von Fragen, die alle in die Richtung laufen. Stellvertretend Gernot Heller, lässt die Kanzlerin das BMG bereits an einem konkreten Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes arbeiten, um dem Bund mehr Zuständigkeit zu geben? Ja, da verweise ich jetzt auf meine bisherigen Antworten zu diesem Thema. Herr Klees nochmal. Herr Seibert, da ich nicht weiß, ob die Länderchefinnen und Chefs gestern Fernsehen geguckt haben, würden Sie denen raten, in der ARD-Mediathek das Interview nochmal nachzuhören und die Vorschläge sich nochmal zu Herzen zu nehmen? Also ganz so viel Gratis-Reklame für Ihren Sender möchte ich hier nicht machen. Ich habe den Eindruck, durch die breite Berichterstattung und das Interview selber sind doch sehr viele Menschen erreicht worden. Dann Corona im weitesten Sinne aus dem Saal. Ja, Sie sehen es, ganz, ganz entscheidendes Thema, wieder die gestrige Aussage von Merkel beziehungsweise das Interview. Und da haben wir es wieder nicht die Gegenposition einnehmen, sondern so hat sich das für mich angehört, hier immer noch die Meinung, was kann man noch strenger machen, wie kann die Bundeskanzlerin die bösen Länderchefs, die nicht so streng sind wie sie, wie kann sie die auf die Reihe kriegen. So hat sich das für mich subjektiv angehört. Und wie gesagt, ich finde, der Journalismus muss auch die Gegenposition beziehen und nicht immer sagen, was kann die Kanzlerin, was kann die Regierende machen, um noch besser ihre strengen Vorstellungen durchzusetzen. Also für mich hat das ganz ehrlich etwas Befremdendes, ja Beängstigendes. Und wie gesagt, ich hatte so wenige Fragen, sonst hätte ich gerne noch einmal dieses Phänomen angesprochen, dass hier letzte Woche Thilo Jung
so in meinen Augen aus dem Bauch heraus fragt, wären auch 100.000 möglich, dann sagt der Wieler, ja, wären möglich. Und dann bringt das Anne Will, als sei es ein Fakt. Und dann bezieht sich die Kanzlerin bei Anne Will auf diese 100.000 und sagt, wir müssen ja alles tun, um die zu verhindern. Also da können Sie wirklich im Kleinen sehen, wie in meinen Augen Manipulation funktioniert. Und ich glaube gar nicht, dass das groß geplant ist. Braucht man gar nicht. Da gibt es ja Leute, auf die man sich verlassen kann, dass die so etwas bringen. Aber wie hier aus diesem etwas ins Feld gespielte, aus freier Hand Begriff 100.000, wie der dann plötzlich zur großen Zahl wird, das ist phänomenal. Schauen Sie sich das hier nochmal an. Ich habe es gestern schon zusammengeschnitten, aber das müssen Sie einfach nochmal sehen in meinen Augen. An Herrn Wieler zwei kurze Fragen. Herr Wieler, halten Sie mittlerweile 100.000 tägliche Neuinfektionen für denkbar und möglich? Der Aspekt, die erste Frage, die Sie stellen, ja, das ist vorstellbar. Ja. Die Fallzahlen steigen dramatisch und Herr Wieler spricht von, Achtung, 100.000 neuen Ansteckungsfällen pro Tag, die wir erleben werden, wenn wir jetzt alles so ließen. Ja, so wird Politik gemacht. Wer bietet mehr? 100.000, morgen 1 Million. Und dann können wir sagen, ja, wir müssen jetzt alle wegsperren, weil sonst könnten es ja unglaubliche Zahlen werden. Ich halte das ganz offen gestanden nicht für seriös. Und schade, dass hier nicht nochmal nachgefragt wurde. Wie gesagt, ich hatte nur zwei Fragen. Ich habe ganz viele auf der Liste. Aber das ist wirklich erstaunlich, muss man ganz klar sagen. Was haben wir noch Interessantes? Was war hier noch? Ja, dann hat der Kollege von ARD, glaube ich, war das, hat gefragt, würden Sie den Ministerpräsidenten raten, dass Sie nochmal sich das Interview anschauen? Also dieses autoritäre Staatsverständnis, dieses, also die Ministerpräsidenten, dann sollen die große Meisterin nochmal ansehen und dann lernen, was sie richtig tun. Was ist aus dem Journalismus geworden? Ich war, als ich in den 90er Jahren anfing, das waren Revoluzzer, das waren Leute gegen die Obrigkeit und antiautoritär. Das war sozusagen hier die prägende Stimmung. Und jetzt ist es hier, was können die Leute noch von der Regierungschefin lernen? Mich macht das wirklich sprachlos. Autoritäres Denken, das hier wieder durchbricht. Grundzüge autoritären Denkens, die hier zum Vorschein kommen, in meinen Augen, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Was war sonst noch wichtig? Machtlosigkeit, fühlt sich die Bundeskanzlerin sich machtlos, weil die Ministerpräsidenten nicht mitspielen? Machtlos, wir leben in einer Demokratie, wir leben im Föderalismus, das ist nicht Machtlosigkeit, das ist Gewaltenteilung. Entschuldigung, dass ich jetzt hier etwas emotional geworden bin, aber es ist schwer, das so nachzuvollziehen. Was ich schon öfter gefragt wurde, wollte ich auch mal beantworten. Manche fragen ja, werden die Antworten hier vom Blatt abgelesen? Heute fiel mir es jetzt nicht so auf, aber das war schon öfter so. Ob die vorher zugesteckt werden, die Fragen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass nicht. Wobei ich mich auch immer wieder wundere, dass manche Sprecher so wunderbar informiert sind. Wahrscheinlich haben die einfach ein Gespür, einen siebten Sinn dafür, was an Fragen gestellt wird. Wollen wir einfach mal davon ausgehen, dass hier ein sehr gutes Gespür vorhanden ist und dass es nicht so ist, dass die aus anderen Gründen schon vorher ahnen, was drankommt. In vielen Fällen kann man es ja auch ahnen, muss man ganz ehrlich sagen. Wobei ich manchmal mich dann schon wundere bei Themen, wo ich denke, also das lag jetzt nicht auf der Hand und da ist schon eine schriftliche Vorbereitung da. Also Respekt dafür, dass hier dieser siebte Sinn da ist, was mich dann nur wundert, dass der bei meinen Fragen so oft fehlt, dieser siebte Sinn. Also das sind ja oft Fragen, wo man denkt, da könnten die schon vorbereitet sein und dann sind sie doch nicht vorbereitet. Erstaunlich. Ja, habe ich noch etwas für Sie? Nein, ich habe nichts mehr für Sie. Das war es schon für heute. Ja, was ich noch kurz erzählen wollte, also ich komme mir jetzt immer mehr hier vor wie bei der Grenzkontrolle. Ich musste heute hier wieder die Maske runterlassen. Es ist ja so, dass ich diese Kreuzmaske allein nicht tragen darf. Wäre ja verboten. Ich muss ja eine medizinische haben und darum habe ich diese drunter. Also ich bin hier mit zwei Masken und seit Neuestem wird jetzt hier gefordert, dass ich vorher die obere Maske abnehme und zeige, dass ich eine medizinische Maske darunter habe und dann wieder aufsetze. Also
komme mir vor wie im Kindergarten. Ich dachte, unter erwachsenen Menschen ist so etwas nicht notwendig. Aber das ist erstaunlich und ich verstehe es bis heute nicht. Vielleicht können Sie mir es erklären. Vielleicht kann mich jemand aufklären, warum die Aerosole und die Viren, die potenziell von der Regierung kommen könnten, die oben ohne Masken sitzt, weniger gefährlich sind als die von uns Journalisten. Warum hier eine Situation herbeigeführt wird, wo man eine völlig ungleichwertige Kommunikation hat, weil zur Kommunikation gehört Mimik. Und wenn einer eine Maske auf hat und der andere nicht, ist das keine gleichwertige Kommunikation mehr. Und wenn jemand darauf hinweist wie ich, dann ist der der Böse, der Überbringer der böse Nachricht. Ich finde das nach wie vor ja, empörend, muss man ganz ehrlich sagen. Ich benutze das Wort nicht so gerne, weil es ja inflationär gebraucht wird, aber das empört mich. Ja. Ich will eine gleichwertige Kommunikation und wenn das schon so gefährlich ist, dann sollen doch bitte die Sprecher auch eine Maske aufsetzen. Also ich verstehe es nicht, erschließt sich mir nicht. Das war's für heute. Alles Gute, danke, schön, dass Sie wieder da waren. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen, aber ohne meine Vergesslichkeit würde Ihnen ja etwas fehlen. Diese schwarzen Federn, manche sprechen auch von Würmern in Masken und in PC-Tests, PCR-Tests, nicht PCR-Tests, sondern Antigen-Tests. Da hatte ich das Verteidigungsministerium, sage ich schon, naja, die sollen nur unsere Gesundheit verteidigen, das Gesundheitsministerium am Freitag schon angeschrieben, bislang noch keine Antwort gesehen, vielleicht ist sie schon da. Das kann sein, dass ich sie übersehen habe, aber ich habe dann auch nochmal auf dem kurzen Dienstweg nachgefragt. Die Antwort kommt und die will ich Ihnen dann auch weitergeben. Das war's für heute. Jetzt nur nochmal danach ein kurzes Backstage. Alles Gute, danke, ciao. Deshalb verbleibe ich in Ihrem Kosmos. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und ich muss Sie wieder enttäuschen, ich kriege nicht mal mehr anständige Versprecher hin. Das ist mir schon fast jetzt peinlich. Kleine Versprecher sind zwar immer dabei, aber was richtig Witziges hier für das Backstage habe ich Ihnen heute nicht zu bieten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Trotz des Schlafmangels, vielleicht muss ich mehr schlafen, damit wieder die schönen Fehler zustande kommen. Irgendetwas läuft hier falsch. In diesem Sinne entschuldigen Sie meinen Geigenhumor. Alles Gute, danke, ciao. Und jetzt mache ich wieder das, worauf ich bei Angela Merkel schon lange, lange warte. Ich drücke den Ausknopf, so ich ihn denn finde. Werden. Rechnet man mit der Verlängerung der Grenzkontrollen. Jetzt bin ich nämlich an. Ja, wie Sie wissen, laufen die vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen zu Tschechien und Österreich bis zum Ablauf des 31. März und über einen gegebenenfalls stattfindenden Fortgang dauern die Entscheidungsprozesse noch an. Weitere Fragen zum Thema Corona aus dem Saal? Dann Herr Jordans. Herr Seibert, der Impfstoffbeschaffungsbeauftragte der Bundesregierung, Herr Krupp, hat kürzlich dem Podcast Ihres Hauses ein längeres Interview gegeben. Mhm. Wenn man aber als Journalist, der nicht von der Bundesregierung bezahlt wird, um ein Interview mit ihm anfragt, kriegt man eine grundsätzliche Absage. Ist das denn im Sinne der Medienpolitik Ihres Hauses? Der Pressefreiheit? Also die Pressefreiheit ist für das Bundespresseamt täglicher Maßstab unseres Handelns. Sie bekommen Auskünfte in Interviews, Pressekonferenzen und auf vielen anderen Wegen, auch über die Arbeit der Taskforce Impfproduktion, über den zuständigen Bundeswirtschaftsminister, bei dem es angesiedelt ist, über den Bundesgesundheitsminister. Und wenn es dann eine zusätzliche Information aus dem BPA dazu gibt, dann ist die ja öffentlich für jeden zugänglich und wir freuen uns über das Interesse. Ich glaube, Sie können nicht von einem Mangel an Informationen oder Transparenz über die Arbeit
dieser Taskforce sprechen. Und jetzt kommt die Kollegin, Entschuldigung. Ich wollte dazu noch kurz ergänzen, dass es ja durchaus so ist, dass Herr Frupp auch schon Interviews gegeben hat. Wir da einfach auch viele Anfragen bekommen und die nach und nach dann abarbeiten und nicht alle auf einmal. Wenn ich nachfragen darf, sollte Herr Krupp nicht zuerst den Journalisten zur Verfügung stehen, statt dem Podcast der Bundesregierung? Also ich verstehe den Vorwurf nicht ganz, weil es ja durchaus so ist, dass er auch anderen Medien schon Interviews gegeben hat. Ich würde hier überhaupt nicht sagen, dass Interviews verweigert werden. Im Gegenteil, er steht zur Verfügung. Also ich verstehe wirklich nicht, woher Sie die Aussage nehmen. Er steht nicht zur Verfügung, hat man mir gesagt. Gut, er stand ja offensichtlich schon für journalistische Interviews zur Verfügung. Vielleicht hat man Sie da nicht ganz richtig informiert. Frau Reifenhardt, direkt dazu. Ja, wenn ich ganz forsch sein darf, ich versuche auch seit Wochen ein Interview mit ihm zu bekommen. Wir scheinen viele keinen Erfolg zu haben. Vielleicht wäre es ja sogar richtig toll, ihn mal hier zu sehen und dann könnten wir alle ihm Fragen stellen, weil er hat ja heute ein Interview der FAZ gegeben, aber auch dazu hätte ich noch Fragen. Vielleicht können Sie mir ja helfen. Er hat zum Beispiel angekündigt, dass es noch 3 weitere Produktionsstätten geben muss in Europa und am Wochenende ist angekündigt worden, dass ein weiteres von Moderna in Ostdeutschland gebaut werden soll. Können Sie dazu schon Näheres sagen und können Sie sagen, wo die anderen Werke entstehen sollen und ob Herr Krupp quasi auch im Austausch steht mit den anderen EU-Staaten? Entschuldigung, Sie sind erst dran. Erstmal danke für das Beispiel. Das belegt ja, dass Herr Krupp durchaus Interviews gibt. So. Dann zu Entscheidungen zu zu Standorten für Impfstoffproduktion kann ich Ihnen jetzt hier im Einzelnen noch nichts sagen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ja eigentlich was ganz Normales ist, dass die Arbeitsebene der Bundesregierung, also nicht die Minister, nicht die Bundeskanzlerin, nicht die Staatssekretäre, sondern die Arbeitsebene, sich tatsächlich der operativen Arbeit widmet. Und ich glaube, dass das auch ganz zu verstehen ist bei dem Chef dieser wirklich wichtigen Taskforce, dass er einige Interviews schon gegeben hat, ist sicherlich gut und richtig, aber ansonsten sind es der Minister, sind es die Staatssekretäre, die über diese Taskforce, die ja in die Bundesregierung eingebunden ist, Auskunft geben. Aber dann möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, dann ganz offiziell eine Einladung auszusprechen, in die Bundespressekonferenz zu kommen. Herrn Krupp, vielleicht können Sie das an dieser Stelle auch weitertragen. Dankeschön. Dann direkt dazu jetzt. Vielleicht kämen dann sogar mehr. Ja, also die zweite Hälfte dessen, was ich sagen wollte, hat der Vorsitzende eben mit der Einladung sozusagen ausgesprochen. Aber Herr Seibert, ein Beauftragter der Bundesregierung, das ist doch noch was anderes als die einfache Arbeitsebene. Und wir hatten auch in der Vergangenheit schon hier mehrfach Beauftragte der Bundesregierung, die Einladungen gern gefolgt sind. Das wäre genau. Schon. Er hat ja auch mehrfach Interviews gegeben, ja, die wir gemeinsam herausgearbeitet haben. Richtig. Ich denke, ich meine mich aber nicht erinnern zu können, dass er hier schon mal war. Und daher tun Sie, glaube ich, gut daran, wenn Sie die Einladung übermitteln, sofern sie noch nicht angekommen ist.